Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir sind schon im vollen Gange und besiegen hier die Glühwürmer, um uns die Säuredrüsen zu holen. Die warten jetzt quasi hier auf uns und geben uns bereitwillig ihre Drüsen. Und keine Sorge, die werden nur unmächtig, aber die leben natürlich weiter. Wenn wir in 5 Minuten wieder hier sind, dann seht ihr die gleichen Glühwürmer, wie sie immer noch hier herumlaufen. Also keine Sorge, wir hatten ja in der letzten Folge das Thema, dass wir ein bisschen ja, nachhaltiger eigentlich spielen wollen. Und deswegen sorgt euch nicht. Wir nehmen die Drüsen raus, weil die immer schön jucken. Und die Glühwürmer sind eigentlich froh, dass wir das machen. Und werden dann kurz ohnmächtig, weil sie so erleichtert sind. Und kommen dann in 2 Minuten wieder. So, wir haben alle Säuredrüsen. Wir gehen hier rüber, weil wir jetzt hier... Mal schauen, ob ich hier... kann ich hier hoch? Ja. Weil wir hier drüben Steinkamm anlocken müssen mit ein paar Drogen. Und ich wende... Oh, das ist aber ein schöner Turm hier. Das sieht hier aus wie ein... Ah, ich habe schon wieder Maus, ne? Schon wieder gesehen, ja, gerade eben. Das sieht ja aus wie ein Turm aus irgendeinem Märchen. Ne? So nach dem Motto, Rapunzel, Rapunzel, wirf dein Haar herunter. Huch, da geht's nochmal rein. So sieht der Turm ja aus. Richtig schön. Man kann offenbar nirgends hochgehen, was ja auch der Sinn von Rapunzels Turm ist. Es sieht schon ziemlich cool aus. Vor allem auch mit den ganzen Zwergenstatuen hier daneben. Wobei ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob das Zwergenstatuen sind. Das könnten auch Trollstatuen sein. Ich hoffe, ich beleidige jetzt nicht sämtliche Zwerge. Na gut. So, jetzt müssen wir irgendwo das Zeug platzieren. Hier drüben. Hier ist die Echsennahrung. Was ist denn das für eine Echsennahrung? Das sieht ja aus wie irgendwie Schrottteile. Das sieht nicht organisch aus. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwo jemand kommt. Ah, da ist er, der Steinkamm. Kann ich dich angreifen? Mampf, Mampf, Mampf. Und jetzt ist er ganz erstaunt, weil es gut schmeckt. Und er sieht ganz seltsame Farben. Und er dreht sich im Kreis und er freut sich. Ui, ui, ui. Und dann greift er uns an. Ich bin gerade erstaunt, dass er mich direkt angegriffen hat, ne? Ich bin gerade sehr erstaunt, dass er mich jetzt hier angegriffen hat, weil er eigentlich noch grau war. Ich guck mal eben hier hoch, Leute. Ich lasse mich wieder ein bisschen ablenken. Aber da ich heute nur 2 Folgen aufnehmen kann, ist es auch okay. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo... Ne, hier geht es leider nirgends hoch. Ah, doch, vielleicht hier. Ob man hier nicht doch irgendwo noch hochlaufen kann. Weil das da oben sieht aus wie ein Balkon. Aber offenbar ist es dafür gedacht, dass niemand hoch zu Rapunzel darf. Was sehr schade ist, Rapunzel ist mittlerweile schon alt und runzelig. Rarunzel quasi. Oh Gott, ganz schlecht. So, ich muss mich mal kurz orientieren, wo wir jetzt hinlaufen müssen. Wir müssen in die Richtung. Wir sind schon ganz gut in der Richtung, aber wir sind etwas weit weg jetzt hier. Also man kann hier offenbar doch nicht hoch. Es sah so aus, als wäre hier so ein Innenweg, den man vielleicht ablaufen kann. Aber naja. Ich werde das auch noch zusammen mit meinem Nachhaltigkeitsvorschlag werde ich das an die Entwickler weitergeben, dass man unbedingt diesen Turm hier betreten müssen, kann, dürfen, sollen. Ne? Und dann bin ich mal gespannt, was sie darauf sagen. Ich gehe davon aus, dass sie mich loben werden für meine Designentscheidungen oder für meine Vorschläge. Und dass sie das instant umsetzen werden. Im nächsten Patch werdet ihr sehen, ist das alles schon drin. Alles andere wäre ja ein Affront. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir sind wieder da. Ich habe genug geplappert.
So, die sind genau richtig. Das ist gerade genug Säure für Zwecke. Jawohl, sehr schön, gut gemacht. Ich habe die Säure der Glühwürmer destilliert und gereinigt. Dieses Destillat können wir sehr wirkungsvoll einsetzen. Nehmt es und geht damit zur Wasserradanlage beim großen Wasserrad. Dort befinden sich viele kleine Schaufeln, die von Fungussporen überzogen sind. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, da müssen wir nochmal hin. Die Hauptschaufel ist zudem von Schleim bedeckt. Damit sich das Rad wieder drehen kann, muss es von Fungus und Schleim befreit werden. Kehrt anschließend zu mir zurück und erstattet Bericht. Oh, er hat nochmal eine Quest. Vorarbeiter beim großen Wasserrad. Wenn ihr nach weiterer Arbeit beim großen Wasserrad sucht, solltet ihr mit Vorarbeiter Indrid sprechen. Er ist vor einiger Zeit dorthin gegangen und es heißt, dass er dort festsitzt. Scheinbar war der Fungus nicht genug, um ihn von seiner Aufgabe abzubringen. Möglicherweise braucht er eure Unterstützung. Er dürfte im Wasserradhaus unterhalb des großen Wasserrads sein. Mir fällt gerade auf, jetzt ist die Schrift auch wieder kleiner. Ich habe ja irgendwann mal umgestellt hier auf die große Schrift, damit ihr das vielleicht etwas besser lesen könnt. Aber er merkt sich das offenbar nicht nach einem Lockout. Zwerge müssen für Zwerge kämpfen. Die große Echse ist also tot. Meine Brüder sind gerecht. Die gute Nachricht treibt mir Freudentränen in die Augen. Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Reisewege offen und frei von Störungen halten. Und dies war ein Schritt in die richtige Richtung. Oh, ich muss noch etwas wählen. Echsenüberhose oder ein verwirrender Umhang. Och, der macht ja... Oh, guckt euch mal an hier. 1696 Rüstung. Der ist ja sogar noch besser wie unser beständiger, schwerer Umhang des Reisenden. Mehr Macht. Maximale Moral. Ja, perfekt. Der sieht unglaublich kacke aus. Aber... Wir ziehen den natürlich gleich mal an. Wenn ich ihn denn finde. So, wir haben wieder ein paar zusätzliche Moralpunkte erhalten. Gut, den Rest verkaufen wir. Darf ich euch irgendwie behilflich sein? Durchsetzter Granat brauche ich auch nicht mehr. Komm, weg damit. Ich habe sehr wenig mittlerweile an Handwerk noch gemacht. Ab und zu mal für eine bessere Rüstung oder so, aber ansonsten nichts mehr. Was sehr schade ist. Ich weiß jetzt nicht, wie so allgemein da die Stimmung ist. Guck mal erst, wo wir hin müssen. Wie da so allgemein die Stimmung ist am Handwerkermarkt. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, aber das kann mich jetzt auch täuschen, weil ich da nicht mehr so aktiv bin. Ich habe den Eindruck, dass relativ wenig gehandwerkt wird, beziehungsweise verkauft wird. Da ja sowieso jeder irgendwie sein Zeug selber herstellt, sei es jetzt als eigener Charakter oder als Twink. Und irgendwie gar nicht mehr der Bedarf großartig nach irgendwelchen Auktionen besteht. Ne? Und das ist natürlich etwas schade, wie ich finde. Wir müssen hier hoch. Das ist natürlich etwas schade. Weil ich habe das Handwerk immer eigentlich ganz gern gehabt. Ich fand das immer ganz schön. Weil du halt Sachen machst, die andere nicht machen können. Theoretisch natürlich jetzt nur, ne? Weil ja nicht jeder ein Schmied ist, weil ja nicht jeder irgendwie ein Schneider ist. Aber dadurch, dass mittlerweile so viele Twinks und so viele zusätzliche Charaktere da sind... ist das nicht mehr vonnöten. Ne? Es ist... Außerdem, zweiter Grund, der mir gerade eben noch spontan eingefallen ist, ist natürlich, dass du, ja, aufgrund dessen, dass du die Belohnungen, die du so unterwegs bekommst, beim Questen, dass du die auch schon ganz gut nutzen kannst. Oh, da oben ist Schleim. Ganz gut nutzen kannst und eigentlich keinen Bedarf mehr hast an irgendwelchen Handwerksgegenständen. Was echt schade ist, ne? Also... Ich wünschte, dem Handwerk würde wieder etwas mehr Bedeutung zukommen. Das würde halt auch heißen, dass dann dementsprechend die Gegenstände, die man so findet, bei den Quests oder so, dass die dann auch nicht so gut sind wie Handwerksgegenstände und dass man auch
questmäßig nicht so schnell vorwärts kommt oder levelmäßig nicht so schnell vorwärts kommt, dass man eigentlich immer so über dem Questgebiet herumläuft. Also da, das wäre schon echt schön. Ein bisschen, ne, back to the roots. Was muss ich denn hier machen? Ich glaube, da hatte ich beim letzten Mal auch schon Probleme, wenn ich mich noch richtig erinnere. Man muss hier an einer bestimmten Stelle stehen, um den Schleim wegzukratzen. Naja. Aber ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, das auszubalancen. Dass natürlich Handwerk einen Stellenwert hat, einen hohen, aber auch Leute, wie zum Beispiel ich, die nur selten spielen oder ab und zu spielen, dass die dann trotzdem auch relativ gut vorwärts kommen. Ach, das waren schon alle. Die dann relativ gut vorwärts kommen und nicht ständig ihre Kohle raushauen müssen für neue Handwerksgegenstände zum Beispiel. Weil sie sonst nicht vorwärts kommen. Und ich bin froh, dass ich so Entscheidungen nicht treffen muss. Aber ich stelle mir das richtig, richtig schwer vor. Jetzt muss ich mal kurz gucken. War das hier? Ich glaube, hier konnte man reinlaufen. Bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt reinlaufen wollte. Da sind wieder der Gisela und der Herbert. Aber ich, nee, hier muss ich nicht rein. Wir müssen nochmal raus und müssen... Oh, Attila wollte gar nicht mitgehen. Wir müssen nochmal schauen, das muss draußen sein. Wir müssen hier dann auch nochmal reinlaufen. Er muss irgendwo da draußen stehen, außerhalb. Kann ich hier durchspringen? Nee. Na gut. So, der Dreck ist natürlich schon wieder hier oben dran. Sehr schade. Gerade eben weggeputzt, schon wieder dreckig. Wie bei mir zu Hause im Zimmer. Da unten. Ah, da unten muss das sein, ja. So. Zack. Wie eine Gazelle suchen wir uns den Weg, den richtigen. Wunderbar. So, also hier sind auch ganz viele Gegner. Aber das hat jetzt ja... Ach, das ist ja die gleiche Höhle. Das ist ja doch... Ach, der ist ja einge... Ist der nicht hier irgendwie eingesperrt oder so? Ich glaube, der war hier eingesperrt, wenn mich nicht alles täuscht. Na gut. Und wieso habe ich nicht so wirklich Sound? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Weil das alles sehr leise ist, aber das müsste eigentlich passen von der Lautstärke. Oh Gott, wie soll ich denn den jetzt hier finden? Ah, da drüben. Da ist er. Das wäre super einfach jetzt. Also ohne Ring hätte ich ihn übersehen. Oh, da ist ein riesiger Safe hier drin. Was macht er denn hier? Hansür, schickt euch, um mir zu helfen. Ihr müsst wacker sein, um uns hinter all den Kreaturen und Fungi zu erreichen. Das ist gut zu wissen, denn ich habe hier Arbeit zu erledigen. Und wenn ihr harte Arbeit nicht scheut, kann ich euch welche geben. Nun denn, ihr könnt sehen, dass der Zustand dieses Ortes für einen Zwerg wie mich unannehmbar ist. Es gibt zu viele Lecks und außerdem ist die Leistung viel zu gering. Und dann noch die ganzen Kröten und Echsen, die sich hier herumtreiben. Naja, ihr versteht sicher, was ich meine. Ich nehme an, die Kröten und Echsen werden mit der Strömung mitgerissen und in die Leitungen gezogen und verursachen so die Verstopfung. Tut mir einen Gefallen und dezimiert sie hier und im Wasserwerk um das große Wasserrad herum. Kehrt danach zu mir zurück. Wir wollen doch mal sehen, ob wir diese Leitungen nicht wieder frei bekommen. Kröten und Echsen. Naja, ich hoffe mal, dass ich hier nicht nach draußen muss, sondern dass wir hier drinnen alle finden. Ja, oh, da gibt es ja jede Menge Freunde von Gisela und Herbert sind hier. Und auch hier singen wir ihnen ein entspanntes Schlaflied. Also die sind nicht tot, sie schlafen hier. So,
So, 8 Stück hier und dann bei den Echsen auch nochmal 8 Stück. Das sollten wir eigentlich... Also Kröten sind ein bisschen mehr da, aber die werden sich wahrscheinlich wieder die Spawnplätze teilen. Das heißt, wenn wir einfach mal die ganzen Kröten vernichten, dann sollten wieder ein paar mehr Echsen kommen. Eventuell. So. Eine Kröte noch. Wir sind schon etwas angedüselt. Und noch 6 Echsen. Ah, das sind gleich 3 Stück. Ich nehme mich auch noch mit, bevor irgendjemand von außen kommt und mir die wegschnappt. Da bin ich sehr gierig. Und werde diese Echsen auf keinen Fall mit irgendjemand anderem teilen. Niemals, nie und nimmer. 2 Stück noch. Ah, da vorne. Ich glaube, da vorne läuft noch eine. Ach, da ist auch noch eine. Nee, das ist Attila. Da ist noch eine. Sehr schön. Der Attila hat offenbar Angst vor großen Höhlen. Bleibt er hier am Eingang stehen. Der arme Kerl. So, legendäre Gegenstände. Oh, wir können... Muss mal nachgucken, ob ich nicht noch... Ich habe ja jetzt die 2 Plätze letztes Mal freigeschalten. Ne, wir haben noch nichts. Na gut. Wir haben zwar so legendäre Dinger, aber noch keine für uns. Ich habe wieder ganz viele Schatzkästchen, Mensch. So viele. Gut, gut. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob sich das große Wasserrad wieder dreht. Und dann können wir uns mit dem Abdichten der Lecks befassen. Nun, da die Zahl der Kröten und Echsen dezimiert wurde, sollten wir besser erkennen können, was die Arbeiten behindert. Es wird aber einige Zeit dauern, bis die Leitungen gereinigt sind. Nun, das kann warten. Ich habe eine weitere Aufgabe, bei der ich eure Hilfe brauche. Natürlich muss ich erst einmal sehen, ob ihr auch kräftig genug seid, um mir zu helfen. Krempelt mal die Ärmel hoch und zeigt mir eure Muskeln. Machen wir natürlich. Guck dir das an hier. Sogar durch die Rüstung sieht er quasi unseren Bizeps. Ich bezweifle, dass... Naja, ihr hättet auch häufiger euren Haferbrei an was aufessen können, aber jemand besseren finde ich jetzt nicht. Kommt, Tollfuß, versuchen wir dieses Rad in Bewegung zu setzen. Was hier? Schreit er gleich mal ganz laut. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich dachte ja, das ist irgendwie eine Tür. Muss ich was machen? Nee. Er dreht von selber das Rad und offenbar funktioniert das nicht so wirklich. Was ist denn mit dir hier oben? Hat den schönsten Aussichtspunkt hier. Das war nicht richtig. Ich glaube, wir haben ein Zahnrad beschädigt und wir können nicht fortfahren, bis wir ein neues bekommen. Glücklicherweise glaube ich zu wissen, wo wir eins finden können. Das ist sehr schön. Was für ein Glück. Wenn wir ein Zahnrad überdreht haben und genau das ist wohl passiert, müssen wir ein neues besorgen. Während meiner Zeit im großen Wasserrad habe ich viele der Tunnel erforscht, die zu diesen Rädern führen. Auf einer meiner Reisen habe ich ein Zahnrad in einem Raum neben dem Tunnel gesehen. Das kann sich der noch merken? Irgendwann mal, als er eine Reise gemacht hat, hat er ein Zahnrad gesehen. Allerdings dachte ich mir nichts dabei und ließ es liegen. Ich denke, ihr müsst dieses Zahnrad bergen, damit wir unsere Arbeit fortsetzen können. Von der versunkenen Tiefe aus oder durch das Tor auf der anderen Seite des Weges gelangt ihr tiefer in das große Wasserrad. Beeilt euch. Wo? In den Tunneln des großen Wasserrads. Ja, hier quasi? Hier drin? Oh mein Gott, da könnt ihr euch jetzt wieder mal auf was einstellen.
Na gut, wir sind eh schon fast am Ende der Folge. Das heißt, ich muss dann beim nächsten Mal, bevor ich wieder aufnehme, das Zahnrad suchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier drin ist. Ob wir hier quasi im großen Wasserrad sind oder ob das große Wasserrad draußen ist. Oder ob es hier quasi nochmal eine weitere Höhle gibt, wie das große Wasserrad heißt. Geht's hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Das ist jetzt die Dings hier oben. Ja, da kommen wir wieder raus. Da sind wir ja ursprünglich zum ersten Mal hier reingekommen. Was ich gerne mal mir anschauen würde, wäre diese Abzweigung, wo der Attila noch auf uns wartet. Da gibt es eine Abzweigung nach links und rechts und vielleicht... Die Höhle ist relativ übersichtlich. Die ist gar nicht so groß. Die sieht auf der Karte sehr groß aus. Aber jetzt entdeckt haben wir hier noch nicht so viel. Deswegen gehen wir mal zurück. Und da vorne kann man dann jetzt nämlich nach links und rechts abbiegen. Und eventuell, hier geht es ja auch nirgends hin. Und eventuell... Oder wir müssen wirklich nach draußen. Das kann natürlich auch sein. Hier ist eine Tür, die man nicht öffnen kann. Und so wird es wahrscheinlich auch auf der anderen Seite sein. Na, vielleicht müssen wir doch nach draußen. Aber vielleicht geht es hier auch weiter nach Süden runter. Oder hier hoch. Ne. Ja, schön in der Suppe rumgelaufen. Ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich angenehm das ist. Hier geht es wieder runter. Ich merke mir das mal kurz. Hier geht es nicht runter. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Also der einzige Weg wäre... Ich hoffe, ich könnte mich überhaupt noch verstehen bei diesem Lärm. Der einzige Weg wäre hier runter. Aha. Aha, aha. Ich verstehe. Da geht es nochmal weiter runter. Aber es geht auch nochmal hier hoch. Hier geht es auch nochmal runter. Hier geht erstmal hoch. Wer baut denn solche Wege hier? Ah, da vorne liegt ein Zahnrad. Hier ist eins. Na was für ein Glück. Dann hat das ja doch noch ganz gut geklappt. Aber es geht trotzdem noch weiter, ne? Es geht hier trotzdem noch weiter. Wir gucken mal, wo es hier hingeht. Das ist offenbar einfach nur ein Roundabout, wie wir Profis sagen, im Online-Multiplayer-Spiel. Aber es ging auch bei dem Gewässer hier, bei diesem Kanal ging es auch nochmal weiter. Ich falle jetzt gleich irgendwo rein, das weiß ich jetzt schon. Jetzt geht es hier wieder hoch und hier runter. Und hier geht es auch noch runter. Meine Güte. Da ist nichts mehr. Wir gehen mal hoch. Oh Gott. Ach, jetzt sind wir wieder hier? Moment. Nee. Wir waren hier noch nicht. Ich habe keinen Plan mehr. Oh mein Gott. Es sind auf alle Fälle viele verschlossene Wege hier. Keiner führt irgendwie weiter. Und hier geht es nochmal hoch. Ich fürchte halt nur, dass ich jetzt wieder 3 Stunden brauche, um hier rauszukommen. Ach, jetzt sind wir hier eine Ebene höher nochmal. Uff. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist doch eine etwas größere Höhle. Aber vielleicht kann ich irgendwo runterfallen. Wo sind wir denn jetzt plötzlich? Jetzt ist das hier eine einsame Statue hier steht.
fahre jetzt ja irgendeine Route, ne? Ja, genau, hier. Ah, da ist die sitzende Kröte. Ja, super. Perfekt. Ja, komm, dann werde ich mal hier. Das ist ja aber gecheatet hier. Da kommt einfach aus der Wand ein Stützbach heraus. Das ist ja gecheatet. Gleich mal an die Entwickler schreiben. So, wir müssen irgendwo runter, wo vielleicht nicht unbedingt fester Boden ist. Oh, da fährt... okay. Alles gut. Alles gut. Wir haben alles überlebt. Passt. Also es ist doch ein bisschen größer. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal hier irgendwo herumlaufen und etwas suchen. Ein zweites Zahnrad zum Beispiel. Wir sind schon am Ende der Folge. Was sich hier dann verbirgt hinter dieser Quest? Ich wollte schon sagen, hinter dieser Tür. Aber es ist ja keine Tür. Es ist ja nur ein Hebel. Ein relativ großer Hebel. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn wir hoffentlich dieses rostige Rad endlich mal drehen.